So, ich werde ein Spiel suchen. Kriegst du eigentlich jedes Mal die Werbung, wenn wir wieder online gehen, oder? Ich glaube schon. Aber wir werden es gleich herausfinden. Eben habe ich sie zweimal gekriegt. Jetzt scheine ich sie nicht zu bekommen. Hast schon mal Werbung vorgeguckt? Genau. So. Jetzt suchen wir ja relativ lange. Ich glaube, das schneiden. Wir fangen erst an zu reden, wenn das Spiel gefunden ist. Okay. Ja, das ist mein muskulöser Kieferknochen, Muskel, was auch immer. Keine Ahnung. Ja, da wird immer mein Headset auseinandergedrückt so, und dann knarrt das immer so ein bisschen. Okay. Das Mikro will ich mal haben. Die Leute beschweren sich, dass ich zu leise bin. Super geil. Bloß manchmal so. Also, ich glaube, das kommt darauf an, wie es auf meinem Kopf sitzt. Wie viel ich meinen Kopf bewege und rede und so. Geil auf der Schulter plus das Knarzen der Headset. Weil du jetzt erzählt, dass du noch Kurbelmodem hast und deswegen jetzt nur mit einer Hand spielen kannst. Dauert das lange. Wie spät ist Dann es denn nimmst du dein dort? Headset einfach mal an. Oh. Ich weiß nicht, es kommt halt drauf an. Southeast Asia, da kann ich leider nicht alle Zeitzonen auswendig. Und Taiwan. Nee, Taiwan gehört mit Korea zusammen. Wir haben echt 7 Zuschauer, ja. Für meinen Krüppel-Brutto-Skill. Wahnsinn. Sagen wir mal so. Die So, jetzt haben Leute wir einen sind Gegner. halt schon. Und auf Akilon Waste spielen wir gegen einen Bronze-Zerg namens Zerg GHZ. Und mit dabei ist immer noch der Neoblade. Hallo, hallo. Ja. Ich gehe hier mal wieder die BO durch. Kann ich ja nur mündlich machen. Aber bei. Machen wir gleich erst. Es ist ein Zerg, das heißt, wir brauchen eine Nuke-Ball. Alles klar. Ich gucke mir das jetzt mal an, wie das mit dem. Mit dem Mineralienstrahl und dem Worker, der dahin fährt, passt. Ah, geht sich nicht ganz aus, okay. Bladewing ist da. Ich glaube, der Mann hat noch nie einen Post geschrieben irgendwo. Doch, mittlerweile schon, weil er in der Nähe School ist. Aha. Okay. Ja, Crosstil muss auch den Leuten mal sagen, es wird im neuen Forum werden alle Menschen rausgeschmissen, die keine Posts haben. Das geht technisch nicht anders. Da gibt es dann einen Gast-Account und dann werden alle Gast-Accounts kriegen dann. Gibt es einen Gast, der hat dann 3 Milliarden Posts. Aber die, die keine Posts haben, die sind weg vom Fenster. Aber gut, das interessiert die Leute, die wegen der JuffFE einschalten, einen Scheißdreck. Und
Imba Crossi, ganz wichtig, du baust jetzt gleich einen Pylon und dann fährst du sofort scouten. Sofort scouten. Imba Crossi hat jetzt 4 Spiele in Folge gemacht, wo ich glaube nicht einmal nach dem Pylon gescoutet hat. Ich will aber später scrollen. Wir brauchen ja nur die Echse zu scouten. Als Zerg gehst du die Echse auch scouten mit dem Overlord. Du bleibst Mit ja dem nicht irgendwie auf Overlord. der halben Karte bestehen. Ja, wir haben keine Overlords als Protoss. Ich kann es doch nicht ändern. Immer mit der Ruhe. Hätte ich das Rassendesign so gemacht, ich hätte auch gerne Overlords als Protoss. Oh je, da kommen Das uns sechs Dinge hätten können. entgegen. Okay, super. Boosten, boosten, boosten. Zealot boosten, Zealot boosten, Zealot boosten. Probe zurück an die Arbeit. Irgendwie die Hälfte der Probes markieren, sodass du gleich damit kämpfen kannst. Weiteres. Ich hätte können, warum denn Pylon? Außerdem, ich hätte ein Gate gebaut. Warum ist denn da offen? Okay, das war beschissen gemacht. Also, man baut keinen Pylon. Man hat 2 Pylons da. Man boostet, man baut ein Gate, damit man noch weitere Zealots bauen kann. Die braucht man hinterher eh. Und man greift, man kämpft mit Zealot und Probes die ganze Zeit. Der Zealot darf nicht kaputt gehen. Ist eine Katastrophe hier. Okay, aber wahrscheinlich hast du noch keine Videos gesehen. Okay, Crossi, wenn die Linge in die Base kommen, ist das schlecht. Das ist ein GG. Kann's rausgehen. Aber schön, habe ich mal einen Six-Pool, der verloren wird. Man kann mit der Juff-FE eigentlich gegen Six-Pool nicht verlieren. Das ist unmöglich. Aber gut, vielleicht braucht man einfach Erfahrung. Ist Supply blocked? Gut, muss man ganz klar sagen, das Video. Wenn du weiter drin bleiben willst, mit allen Probes angreifen. Du musst diese Linge loswerden. Geld hast du, bis der Arzt kommt. Ist schön, dass das passiert, weil wir mit allen Zealots und allen Probes bitte. Weiter Zealots bauen, weiter Zealots bauen. Zealots Krone boosten. Zumachen ist völlig Unsinn. Braucht man mit der Juff-Effekt nicht. Ich mach nicht zu, ich sorg dafür, dass wir nicht mehr Supply blockt sind. Bau einfach ein Pfeil an dein. Das ist ein GG. Bau Pylons irgendwie hinter an deinem Nexus oder so, oder egal. Mach was mit deinem Geld. Wichtig. We are the Blades of Iron. Command me. Oren Shisa. Du musst all in gehen. Du musst ihn angreifen. Anders kannst du das nicht mehr gewinnen. Du kannst mal die Probe zurückholen, die da auf der Karte steht. Oh. Also Leute. Ist wenigstens ein Hex falsch gebaut. Rossi, was willst du jetzt machen? Über einen Makro-Game, ich weiß nicht, wie viele Drohnen er hat, kannst du es eigentlich nicht mehr gewinnen. Ja gut, vielleicht macht er drastische Fehler, ich weiß nicht. Aber ich würde mit den Zealots auf jeden Fall angreifen. Auf jeden Fall! Einen da lassen und dann drauf. Geld ausgeben, nicht so Supply-Block sein. Einfach hinter die Main, genau.
weitere Gates bauen. Gates sind jetzt das Wichtigste. Gegen Slow Links sind Gates das absolut Wichtigste. Also, wie wird man... Also, erstmal gibt es... mit der Juff-FE darf man gegen Six Blue nicht verlieren. Man darf auch nicht so viel Schaden nehmen. Man muss allerdings verhindern, dass der Zerg in die Base reinkommt. Und wenn man dafür 20 Probes dahinstellen muss, damit er da nicht durchkommt, dann ist das eben so. Aber man verliert noch nicht mal gegen den Six Pool mit Workballing. Aber gut, es ist ja in Ordnung, dass das mal passiert. Und... mal schauen, was wir können irgendwann noch einen Chor gebrauchen. Weiß schon. Okay. Du baust jetzt bitte aus allen Gates konstant Units. Wenn wir Nexus bauen, brauchen wir als eine Forge. Sprich bitte einfach mit mir, was willst du jetzt tun? Vorgate? Ja, ich würde jetzt einfach ein Vorgate spielen, ja. Okay, dann mach das. Wir brauchen noch eine Sonde, auf jeden Fall, damit wir 16 gleich haben. Also wir brauchen insgesamt 20 oder 21 Sonden, das ist wichtig. Major hat recht, dass bei einem Six-Pool viele nicht sein können. Aber wir haben mittlerweile die 12. Minute. Der Mann hatte alle Zeit der Welt. Der hat uns enorm viel Schaden gemacht mit seinem Six-Pool. Vielleicht war es auch ein 8-Pool. Letztendlich. Weitere Pfeile bauen und dann rausgehen jetzt mit der so schnell wie möglich ein Proxy-Pfeil in die Mitte der Karte. Den Overlord da abschießen. Wobei du kannst, nee, kannst jetzt auch drauf gehen, ist egal. Aber mit allen Truppen angreifen ist wichtig. Zur Not F2 benutzen. Rampe hoch, Rampe hoch. Geht. Mir ist nur mit zwei Zellets. Jetzt drauf, genau, das reicht. Genau, kannst du den Roadshoppen gleich töten. Ah, vielleicht war das eine Fehlentscheidung von mir. Weiter reinbauen, reinbauen, reinbauen. In den Main Gate bauen. Höchste Priorität Main Gate. Höchste Priorität Main Gate. Gate, Gate, Gate in der Main. Gate in der Main. Du bist im Warpen. Zu schlecht, um konstant zu bauen. Mein Fehler, ich glaube, die beiden Spines da kaputt gekriegt. Ich hatte allerdings, glaube ich, auch gesagt, nur mit zwei Zellets hoch in die Main zu gehen, um dann da... Ja, da war ja schon halb oben, als du das gesagt hast. Das ist halt schwer mit dem Delay. Ja,
Das stimmt auch mal, geht auf mein Konto. Ich hätte mich da einfach. Decision Making ist bei einem Delay an. Mist. Ja. Habe ich natürlich keine Chance. Ein Salat in die Engstedt-Warpen zu Hause. So, das geht jetzt. GG. So, okay. Ich komme, wir gehen ganz kurz weg. Ich komme gerade, beziehungsweise wir gehen nicht off, ich komme einfach so online, weil das einfach sich anbietet, das zu tun. Ja, du hast jetzt die Wahlmöglichkeit, dir entweder, ach nee, ein Replay anschauen. Doch, geht. Ich muss es nur in den richtigen Ordner schieben. Entertaine die Leute gerade. Ja, Entertainment. Was wollt ihr hören? Zergfragen kann ich gut beantworten. Klaus, wenn du eins in den hunderten KCs gelernt hast, dann das Low-League-Spiele absolut schmerzlos sind, was Saturation angeht. Ja, hast du recht, dann auf oder so. Auch Master-Spieler. 49 zu 24, sage ich nur, gegen Armageddon. 49 zu 24. Sensationell gut war das. Ed Klaus, wenn ihr möchtet, würde ich mit euch heute oder demnächst ein paar Szenarien gegen Zerg spielen. Naja, anders kannst du das ja nicht gewinnen. Ist gegen eine Bronzespieler vielleicht etwas radikal ausgedrückt. Von Son of Rizzo. Ich habe keinen Plan, was das bedeutet. Dass er sich anbietet, als Zerg gegen uns zu spielen, dass wir da ein paar Szenarien zeigen können. Und dein Kommentar von wegen, das können wir nicht mehr gewinnen, etwas radikal ausgedrückt war, weil das bloß ein Bronzespieler von Southeast Asia war. Gut, ich habe aber halt relativ viel Erfahrung. aber gut. Und du kennst mein Holzmakro. Zitat. Natürlich, wenn euer Gegner 10 Minuten lang nichts mehr tut und makrot wie ein Pferd, dann verliert man das noch. Aber DRG ist eben kein Pferd. Und dieser Zergspieler war eben auch kein Pferd. Also ich wusste einfach, wir haben zu viel Eco-Schaden genommen. Ich muss mich jetzt trotzdem... Großmeister Imbacrossi, kannst du mir die Zahl verraten, die sich hinter Southeast Asia verbirgt? Die haben Zahlen alle, die Accounts haben alle Zahlen. Das kriegst du jetzt bitte raus. Weil da sind deine Replays drin. Meinst die Accounts du, haben Zahlen. Ja, löse 6, den Auftrag. Beziehungsweise 195. 6 beziehungsweise 195. Okay, 6. Das reicht mir. Perfekt. Injecten. Ich hab keine Queen. So. Das sage ich immer, wenn ich mich konzentrieren muss. Den sagst du injecten. Ja, das ist ein Running Gag 2-on-2 mittlerweile zwischen Kumpel und mir. Okay. Eins gecastet. Ich bin gleich wieder da von Son of Rizzo. Das freut mich. Mach den Streamer kurz aus. Gut. Mach ruhig aus gerade.